Hallo. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der mir sehr wichtig ist. Das ist ein Text über meinen großen Bruder. Der hat das Down-Syndrom, das ist eine geistige und körperliche Behinderung. Und ich habe den Text Linus genannt. Diese Geräusche kommen von meinem großen Bruder Linus. Das hat nichts mit seiner Behinderung zu tun. Linus ist Genussmensch. Er liebt diesen Dämmerwachzustand am Morgen. Das Geräusch, das er währenddessen von sich gibt, nennen wir in der Familie Knötern. Unsere Mutter betritt den Raum. Linus muss heute zur Arbeit und er hat richtig Bock drauf. Unsere Mutter hilft ihm, sich auf die Bettkante zu setzen. Das kann er auch alleine, macht er aber nicht. Sie animiert ihn, sich eine Socke anzuziehen. Linus' Langsamkeit ist beeindruckend. Jede Bewegung wirkt wie ein Stück Blei, das durch Honig fällt. Linus hebt eine Socke hoch. Linus legt die Socke aufs Bett. Linus streicht die Socke glatt. Linus wartet. Linus sieht kurz zu unserer Mutter, sie ist noch da. Unsere Mutter sagt immer, Geduld beginnt dann, wenn du denkst, du hast keine mehr. Linus hebt die Socke mit zwei Fingern am Bund hoch. Das ist alles Zeitraffer. Linus legt die Socke aufs Bein. Linus beginnt, sich die Socke über den Fuß zu ziehen. Das sieht unsere Mutter, verlässt kurz das Zimmer. Linus liegt mit halb angezogener Socke unter der Bettdecke. Schnitt. Es ist Samstag. Freunde unserer Eltern werden heute in einer großen Scheune feiern. Linus wird heute Bier zapfen dürfen und steht deshalb eine halbe Stunde vor allen anderen komplett fertig in der Haustür. Damit wir schneller fertig werden, hat er den Abwasch gemacht, meinem Vater ein Hemd gebügelt und mich beaufsichtigt, während ich mir die Socken anziehe. Ein paar Stunden später steht er lallend hinter der Theke und zwingt jede Person, einen abgestandenen Bierkurz mit ihm zu trinken. Schnitt. Ich sehe, wie er da im Schneidersitz auf seinem Stuhl hockt und denke, wenn ich ihn jetzt golden anmale, kann ich ihn als Buddha-Statue nach Tibet schicken. Schnitt. Linus und ich spielen Uno. Zum fünften Mal, laut Linus' Aussage, steht ein rosa Elefant hinter mir. Als ich mich dem Spielfeld wieder zuwende, ist der Ablagestapel wie durch ein Wunder größer geworden. Linus rutscht mit wackelnden Armen auf seinem Stuhl hin und her, grinst und sagt, Uno, Schnitt. Ich bin in der Grundschule und wurde auf dem Heimweg von ein paar anderen Jungs vermöbelt. Als Linus das hört, zieht sich mein großer Bruder Schuhe an, sagt, jetzt passiert dir nichts mehr, Brötchen, und hält mit einem Stock bewaffnet vor dem Gartentor Wache. Schnitt. Ich bin 17, die Welt ist scheiße, ich habe Liebeskummer, niemand versteht mich und weil mich niemand versteht, sage ich niemandem ein Wort und leide stumm, aber doch heroisch vor mich hin. Am Nachmittag gehe ich ins Wohnzimmer, Linus sitzt dort am Tisch, er sieht mich kurz an, steht auf und umarmt mich, ohne ein Wort zu sagen. Schnitt. Es ist Weihnachten. Mein Bruder hat ein Gedicht verfasst, das es schafft, in wenigen Zeilen und ohne notwendige dogmatische Grammatik die Schönheit der Winterzeit als gigantisches Bild vor meinen Augen zu erzeugen. Schnitt. Ich höre, wie er schallend lacht, weil ich mit dem Gesicht in der Matschpfütze bremse. Schnitt. Höre, wie er am Telefon vor Aufregung stotternd von seiner neuen Lieblingsserie erzählt. Schnitt. Sehe, wie er bewusst nicht mit Leuten redet, die sich kurz danach als totale Arschlöcher herausstellen. Schnitt. Ich stehe in der Uni. Und ihr beiden seid Freunde von mir. Keiner der üblichen Fleisch- und Eierköpfe, die ich zu Beginn meines Studiums denke, überall zu sehen. Und du erzählst vom Prof und erklärst, wie er sich lächerlich bürokratisch und scheiße verhält. Aber du sagst, der Typ sei total behindert. Und das verstehe ich nicht. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du das nicht böse meinst. Aber weißt du, ich glaube, dass da was schiefläuft. Wenn behindert auf einmal eine Beleidigung ist, dann wird diese Kluft zwischen uns Normalen und den Behinderten immer größer. Und das ist nicht nur unfair und völlig unnötig, sondern auch unklug.
weil ich glaube, dass wir Normalen uns dadurch von Ressourcen abschotten, die wir in Zeiten von täglich wechselnden Krisen wirklich gut gebrauchen könnten und die gerade da massenhaft vorhanden sind, nämlich Freundlichkeit und Liebe. Aber wie sollen die Gesellschaft daran kommen, wenn die bloße Bezeichnung dieser Leute auf einmal schon bürokratisch bedeutet und scheiße? Und ja, ich weiß, das ist nur ein Symptom von Problemen, die viel größer sind. Aber wo willst du denn anfangen? Vielleicht kommt irgendwann aus Verständnis Verständnis. Oder umgekehrt. Der Weg scheint noch lang, doch denke ich bei mir. Geduld beginnt dann, wenn du denkst, du hast keine mehr. Danke fürs Zuhören.